Willkommen zurück bei Chaos auf Deponia. Wir haben jetzt alle Schnabeltiere und wir müssen Gedichte machen. Gedichte. Ja, nicht Dichte. Alter. Oh Mann. Hey Dad. Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dann. Ja. Ich weiß jetzt. Mach dich zu spät. Vielleicht bin ich nicht Ohrenschmalz. Einen Souffleur. Der Dichter wird mir die richtigen Worte einflüstern. Dieser arme Schlucker, der unter mir wohnt? Was soll der dir denn schon groß einflüstern? Müssen Sie wirklich nach Mitternacht Klavier spielen? Kommt mir nicht so romantisch vor. Ja, aber ist ja auch egal. Ich habe das richtige Gedicht gefunden. Ich mache es auf meine Weise. Oh, der Junge will auf beinahe eigenen Beinen stehen. Na, was soll's? Warum eigentlich nicht? Ich werde den Tisch reservieren. Und du nimmst das hier. Was ist das? Das ist die Einladung an Gol. Nach allen Regeln der Etikette. Wenn sie das liest, wird sie garantiert zu unserem Date auftauchen. Du meinst zu meinem Date? Genau. Aber vorher gebe ich dir noch ein paar weitere Tipps. Von Vater zu Sohn. Irgendwie war das rührend. Er hat mir sogar einen Anzug geliehen. Am Ende ist er doch kein so schlechter Kerl. Da wäre ich mir nicht so sicher. So schnöselig wie der ist. Hat er es mal nicht selbst gelesen? Kaum erwarten Sie, Gold zu überreichen. Lies das doch mal selber, du Pfosten. Oh Mann, das wird jetzt nicht witzig. Was hast du denn jetzt schon wieder? Na was schon? Das ist eine offizielle Einladung zu einem romantischen Essen. Ach ja? Diese Einladung erfüllt tatsächlich alle Regeln der Etikette. Bravo, Rufus. Ich habe mich scheinbar komplett in dir geirrt. Warte nachher in der Altstadt auf mich, ja? Ich freue mich schon darauf, ein paar weitere Vorurteile gegen dich und Deponia ablegen zu können. Ablegen klingt auf jeden Fall super. Ach, Rufus. Warum kommt sie nicht? Ich wusste doch, dass Paps keine Ahnung von Frauen hat. Bei seinen grandiosen Tipps ist es ein Wunder, dass ich überhaupt existiere. Romantik und Blumen am Popo. Wer kann das erleben? Paps? Alter. Was war denn hier los? Blumen? Champagner? Dieser Halunke. Wenn es das ist, wonach es aussieht, dann kann dieser alte Schwerenöter schon mal das Grab für seine Seebestattung ausheben. Jawohl. Spuren eines Dates. Dieser Halunke. Das ist doch jetzt unter alles der Sau. Was ist das? Ich brauche ein Funkgerät. Wozu braucht der alte Penner denn ein Funkgerät? Es sei denn... Boah, das gibt's doch nicht. Erst klaut er mir mein Date und dann auch noch die brillante Idee mit dem Souffleur. Diese elende alte Schmutzwurst. Alter, den mach ich fertig. Fertig mach ich den. Fertig. Crane, Crane. Was ist? Du, ich hab hier noch was gefunden. Ein letztes? Nein. Kleines. Sag es nicht. Memo. Ich brauche ein... Funkgerät? Diktierst du ihm diese Memos eigentlich? Lenk nicht ab und her mit dem Funkgerät. Jetzt hat er... Wie du das eigentlich? Sag ich nicht. Soll ich erst ein Memo holen, auf dem ich brauche Geheimnisse steht? Börsennews. Also Crane. Jetzt hat der Mann gar nichts mehr. Nichts. Oh, das ist so mies. Das ist ja wohl die Höhe. Mein Date vor der Nase wegzuschnappen. Im eigenen Sohn. Wie bitte? Sie sind Rufus Vater? Das denkt er wohl, aber ich bin es nicht. Das ist doch... Ich habe ihn aufgenommen, als ich noch Bürgermeister von Kuwak war. Wir haben ihn im Müll gefunden. Strampelt und schreit. Er ist ein Halb-Date. Das ist nicht wahr. Erforsche deine Gefühle, Rufus. Ich bin nicht dein Vater. Und das sagst du mir jetzt? Hast du denn gar keinen Anstand? Da spricht ja genau der Richtige. Cool, du verstehst das nicht. Der Typ hat... Was? Komma? Stil?
zu? Im Gegensatz zu dir weiß der Captain nämlich, wie man sich einer Dame gegenüber verhält. Du hast die Lady gehört. Muss ich erst die Bedienung rufen, um dich mit Gewalt entfernen zu lassen? Zappelnd und schreien. Wie das Halbenbaby das ist. Also, wir beide sprechen uns noch. Hat sich der Wind gedreht? Es riecht so komisch. Nur ein unbedeutendes Lüftchen, meine Liebste. Mehr nicht. Okay, ich hab gepupst, aber das macht ihn nicht zu etwas Besserem. Den werde ich sowas von in die Parade fahren. Er wird eine Abtreibung kriegen, die sie seit mindestens 3 Tagen nicht gewaschen hat. Alter, das ist so mies. Na, warte. Doch mit Poesie aus, richtig? Aber ja, eines meiner Schnabeltier-Gedichte hat es sogar auf Seite 3 von Schnabeltier Daily geschafft. Ich sehe schon, ich bin an der richtigen Adresse. Hier. Was ist das? Ein Funkgerät? Ja, das wirst du brauchen. Es geht um eine romantische Angelegenheit. Schnabeltier-Romantik oder Menschenromantik? Es geht los. Zum krönenden Abschluss habe ich etwas ganz Besonderes vorbereitet. Ein Gedicht. Zu ihren Ehren. Okay, es ist soweit. Das Gedicht. Wie meinen? Das Gedicht. Na los, das war der Einsatz. Da habe ich genau das Richtige. Gib alles. Dein Anblick ist mir ein Pläsier. Oh, ist auch Marien. Du siehst aus wie ein Schnabeltier? Oh. Ah, geht's. Was? Hey, warte, ich... Du hattest recht, Rufus. Segel ist ein Idiot. Es war sehr... nobel von dir, dass du mich vor ihm warnen wolltest. Danke. Ich muss mich bei dir entschuldigen, Rufus. Dein Adoptivvater mag weltmännisch tun, aber in Wirklichkeit ist er ein subilluminierter Zerebralpygmäe. Nur ohne Streifen. Und was steht als nächstes auf der Agenda? Ich schätze, da du dir jetzt wieder einig bist, könnten wir mit der Operation beginnen. Schade irgendwie. Ich fühle mich so viel klarer ohne meine rüpelhafte und blauäugige Seite. Ich könnte mich auch dran gewöhnen, 3 Goals zu daten. Und diese Information hältst du warum genau für einen adäquaten Gesprächsbeitrag? Was denn? Ich mag halt... all deine Facetten, Baby. Lass uns lieber mit der Operation beginnen. Gib mir die Datasetten, ich gehe schon mal vor. Triff mich in Docs Labor. Sie steht auf mich. Was ist denn hier los? Janosch? Psst, ich muss hören, was da drin vor sich steht. Wieso? Was geht denn da drin, Furschi? Und was treibt ihr überhaupt hier? Wir setzen deinen Plan in die Datum. Was denn sonst? Deinen Plan? Ja, du hattest natürlich vollkommen recht. Durch bloßes Rumsitzen und nichts tun kann man keine Revolte starten. Und darum werden wir proaktiv die Datasetten erbeuten. Moment mal. Bei diesen Datasetten handelt es sich um das Bewusstsein meiner Freundin. Freundin? Das hättest du wohl gern. Zuallererst ist Goal eine Funktionärin des Widerstands. Sie wird sich natürlich für die gute Sache opfern. Opfern? Sag mal, spinnst du jetzt total? Leider hat noch eine andere Organisation Wind von den Aufstiegsgoals bekommen. Oder sollte ich lieber Unorganisation sagen? Was denn? Du meinst Donner? Genau. Oh, die Leute mit ihrem... Die Verbrechen hat sich in Docs Labor verschanzt. Sie haben Doc und Goal als Geiseln genommen und wollen so ihren ungehinderten Abzug erbrechen. Aber die Revolution lässt sich nicht erpressen. Sobald die Schowollenstunde schlägt, stürmen wir die Bude einfach. Das heißt, Galef stürmt und ich halte mit Libold die Stellung. Was? Das ist doch Wahnsinn. Genau. Ich kenne diese Leute. Die sind zu allem fähig. Ihr werdet nur euch selbst umbringen. Also mich. Das ist das Loser des Freiheitskämpfers. Immer bereit für die gute Sache zu sterben. Wartet damit bitte noch. Vielleicht fällt mir noch was ein. Also was ich sagen wollte, die Leute mit ihrer... Das ist...
Es tut mir leid, liebe Leute, die Hunde mögen, aber ich hasse Hunde. Die Leute mit ihren Drecksköter, das geht mir so auf den Sack. Und das nur um so eine Uhrzeit. Wir haben es im Moment 3 Uhr morgens. Und die Leute lassen ihre Köter da draußen rumbellen, das ist so furchtbar. Wimmelt es von unorganisierten Verbrechern. Mit denen werde ich schon fertig. Hey, aufmachen. Ich bin's, Rufus. Ja? Huhu, könnte ich kurz reinkommen? Das geht nicht. Du kannst gleich das Portal benutzen. Aber erst musst du noch was für mich erledigen. Hier. Was ist das? Noch eine Fernbedienung? Die von Liebold. Es ist scheinbar ein älteres Modell, aber... Hey, ich weiß doch wohl, wie man eine Fernbedienung benutzt. Natürlich weißt du das. Liebold ist der Dicke, oder? Ich frag nur, weil ich gar kein Implantat gesehen habe. Du schaffst das schon. Wenn du fertig bist, kannst du das Portal benutzen. Dann erkläre ich dir alles. Hä? Welches Portal denn? Vertrau mir. Und kein Wort zu Janosch. Was war denn das jetzt? Aha. Upp, was? Wo ist mein ganzes Zeug hin? Wozu wohl all diese Knöpfe gut sind? Ich drück einfach den größten. Und zap. Oh, schaut mich an. Ich habe einen wichtigen Auftrag erfüllt. Jeder Affe hätte das gekonnt. Ätzend. Mysteriöse Anomalie. Huch! Na endlich! Was brauchst du denn so lange? Nur weil du aus der Vergangenheit kommst, heißt das noch lange nicht, dass du so trödeln kannst. Hä? Was ist denn hier los? Bist du das Klitis? So ein Quatsch. Ich bin natürlich dein zukünftiges Ich. Diese Portale sind Raumzeitkrümmungen. Und das hier ist die Zukunft. Man nennt ihn Rufus. Hey, das ist mein Jingle. Jetzt nicht mehr. Ich bin aktueller, weiser und vor allem lässiger. Ach ja? Oh Gott, einer war ja schon schlimm. Dafür sehe ich nicht so alt aus wie du. Was? Du verdammter Milchgesichtiger. Ich würde dich Jungspund ja übers Knie legen, aber ich kann nicht, weil die Altersschwäche schon eingesetzt hat. Mann, du bist so ein Schwächling. Du kannst unmöglich ich aus der Zukunft sein. Ich sag das doch nur, um ein Zeitparadoxon zu verhindern. Das könnte ja jeder behaupten. Du hast einfach keine Ahnung von Zeitreisen. Hab ich wohl. Hast du nicht. Oh Gott. Dafür bin ich nicht so hässlich wie du. Von wegen. Du bist sogar noch viel hässlicher als ich. Ha, jetzt hast du dich verraten. Mir wären bestimmt viel lässigere Antworten darauf eingefallen. Klingt mir auch. Ich sag das doch nur, um ein Zeitparadoxon zu verhindern. Ausrede. Du hast einfach keine Ahnung. Hab ich wohl. Hast du nicht. Zukünftiges Ich? So ein Unsinn. Du kapierst es nicht. Oder war ich denn wirklich so behämmert in der Vergangenheit? Gib dir keine Mühe, Klitis. Ich bin nicht Klitis. Ich komme aus der Zukunft, du Auflaufmodell. Du nennst mich Auflaufmodell? Ja, weil du eins bist. Dummes, zurückgebliebenes Auflaufmodell. Ich möchte einen Beweis. Meinetwegen, wenn du dann endlich Ruhe gibst. Ein einfacher Test wird zeigen, dass du nichts weiter bist als ein aufgeblasenes Großmaul. Oder du. Genau. Also... Woran denke ich gerade? An... Aua! Oh, warte. Ich erinnere mich. Du denkst an... Zwiebelzubel. Voll daneben, du Niete.
Zwiebelzubel. Das ergibt ja nicht mal einen Sinn. Ich wusste gleich, dass du ein Betrüger bist. Bin ich nicht. Ich musste das sagen, um kein Zeitparadoxon zu erzeugen. Genau. Gib doch einfach zu, dass ich dich besiegt habe. Wieso? Woran hast du denn gedacht, wenn nicht an Zwiebelzubel? Nun ja, Zukunfts-Ich, alte Socke! Das ist ja eine Überraschung. Da bist du ja. Sag ich doch. Können wir jetzt endlich weitermachen? Du musst da rein und Goal befreien. Du bist also tatsächlich da drin? Geht's ihr gut? Keine Panik. Wink und Nod sind außer Gefecht gesetzt. Wie jetzt? Du hast sie ganz allein, Klacks. Du scheinst tatsächlich ich zu sein. Wie hast du das angestellt? Das, findest du schon noch raus. Ich werde mich derweil um die Rebellen kümmern. Boah, ist das etwa eine Knarre? Nein, das ist ein Bananenschälgerät. Natürlich ist das eine Knarre. Hab ich auch mal? Nicht jetzt. Du musst in das Labor und Goal befreien. Schon vergessen? Entschuldigung, hab grad was getrunken. Wir müssen uns ja den ganzen Scheiß merken. Oh Gott. Ich will aber die Knarre. Können wir das nicht irgendwie vorspulen? Das geht nicht. Als ich du war, habe ich die Knarre auch erst später bekommen. Wir müssen alles genauso machen wie vorher. Warum befreist du nicht Goal? Und ich kümmere mich um die Rebellen. Vertrau mir. Du hast es vorhin bereits getan. Wenn du es also gleich tätest, wäre es da drüben jetzt bereits schon wieder passiert. Ja, ist doch logisch. Also ich hab's beim ersten Mal verstanden. Genau wie ich. Warum machst du es nicht einfach selbst? Weil ich hier die Stellung halten muss. Und warum kann ich nicht die Stellung halten? Weil ich die Knarre habe. Na gut, dann befreie ich Goal halt. Bestimmt mache ich das viel lässiger als du. Die ist hinterher viel freier als bei dir. Mach's bitte genauso lässig wie ich. Sonst löse ich mich auf. Das ist ganz schön schmerzhaft, weißt du? Recht so. Rufus. Ja, ja. Schon klar, du Spielverderber. Aber danach bekomme ich die Knarre, richtig? Ja, doch. Durch das Portal. Ah ja. Und beeil dich. Hier schlägt es gleich zur vollen Stunde. Dann stürmen die Rebellen die Praxis. So ein Idiot. Sagt der Richtige. Doc, Goal, ihr lebt noch. Was ist da los? Rufus, was treibst du da? Chillen. Töten! Beiß ihm die Augen aus! Ich glaube, das ist diesmal nicht nötig, Boss. Es ist Rufus. Der gehört zu uns. Was hattest du denn in Docs Asbestlager verloren? Ich brauchte Asbestplatten und hab mich versehentlich eingesperrt. Ja, da muss man vorsichtig sein. Auf diese Weise habe ich zwei Tanten verloren. Aber gut, dass du kommst. Wir sitzen in der Falle. Irgendwelche Extremisten sind hinter unseren Aufstiegscodes her. Euren Aufstiegscodes? Wir waren gerade dabei, sie in unsere Unternehmensmasse zu überführen. Warum auch die Brechstange? Wenn sie nicht bald abziehen, müssen wir uns den Weg freischießen. Knallt sie ab! Tabula rasa! Wartet! Ich habe einen Plan. Dann sieh zu. Wink juckt schon der Finger am Abzug. Verfluchte Nickelallergie. Boah. Schublade. Ich darf doch, oder? Ast rein. Fernbedienungen. Fernbedienungen, klasse. Die sollten etwas Schwung in die Bude bringen. Mal gucken. Bei der einen klebt ein Etikett auf der Unterseite. Hey, da steht Donner drauf. Donnerwetter. Donner hat also auch ein Hirnimplantat. Das sollte nützlich werden. Und die andere? Naninana. Das ist doch die Fernbedienung, die mir Zukunftsrufus vorhin in die Hand gedrückt hat. Die zu Liebold gehört. Offenbar habe ich einen Plan. Ich weiß es nur noch nicht. Sehr schlau. Goal. Rufus, endlich. Du musst uns hier rausholen. Ich arbeite dran. Dann arbeite schneller. Immerhin hast du mich auch in diesen Schlamassel reinmanövriert. Ah, du bist also Lady Goal. Und du bist gleich Lady Rufus, wenn du dich nicht beeilst. Was
genau ist passiert? Sie waren plötzlich einfach da. Doc hat versucht, mich zu verteidigen. Fast wie ein echter Gentleman. Leider war es komplett sinnlos. Sie waren zu dritt und bewaffnet. Geht es dir gut? Ja, wir machen hier gerade ein Picknick. Echt? Gibt's auch Pfannkuchen? Das war Sarkasmus. Ich weiß. Also keine Pfannkuchen, richtig? Oh, Alter. Ich habe hier diese Fernbedienung gefunden. Ich glaube, sie gehört Donna. Worauf willst du hinaus? Naja, wenn ich nur kurz deine Datasette entfernen könnte. Untersteh dich! Nanu, seit wann hat Doc denn Champagner in seiner Praxis? Was? Wo? Sorry, Goal. Du wirst mir später dafür danken. Donners Fernbedienung. Hey, was tust du da? Netter Körper. Nur die Augenklappe könnte beim Zielen stören. Nicht! Alter. Stört kaum. War das nötig? Hattest du eine bessere Idee? Ja. Zu spät. Naja. Zumindest haben wir eine Sorge weniger. Jetzt müssen wir nur noch die Rebellen überwältigen. Alles, was wir brauchen, ist ein neuer... Sag es nicht. ...Plan. Ich spüre, wie sich ein Geistesblitz zu mir vorarbeitet. Es liegen Genialitätspartikel in der Luft. Benutze Staubsaugermotor mit Kaugummi. Vielleicht später. Muss es denn immer ein komplizierter Plan sein? Ich dachte, das gefällt dir an mir. Du verwechselst mich mit Krawallgoal. Krawallgoal? Natürlich. Ich habe doch Liebolds Fernbedienung. Langsam kommt alles zusammen. Mein Vergangenheits-Ich legt Krawallgoal in Liebold ein. Die überwältigt dann Janosch, während ich mich um Gareth kümmere. Und zack, schon sind wir draußen. Vergangenheits-Ich? Was redest du denn da? Können wir nicht einfach auf demselben Weg raus, auf dem du reingekommen bist? Nein, das geht nicht. Wegen der Zeitkohärenz und Temporal-Dingsis und so. Es ist kompliziert. Das ist es immer, nicht wahr? Das erkläre ich dir noch. Wir müssen jetzt erst einmal Krawallgoals Datasette finden. Hier, nimm die so lange. Hey, Astrein. Du machst dich langsam. Zum Affen, ja. Vertrau mir einfach. Befreie du die anderen. Ich kümmere mich um die Rebellen. Vorher nehme ich mir aber noch eine Knarre mit. Und ich bekomme Donners Fernbedienung. Wenn's dich glücklich macht. Das wird sowas von episch. Gut, und das machen wir in der nächsten Folge. Tschüss.